Mein Name ist Martin Tomczyk, bin 30 Jahre und bin jetzt neu bei BMW dabei, das erste Jahr, aber schon jetzt mittlerweile das 12. Jahr in der DTM unterwegs. Irgendwo kam jetzt die Zeit, einfach nochmal eine neue Herausforderung im Motorsport zu suchen. Die habe ich in Form von BMW gefunden. Und es macht wahnsinnig viel Spaß, mit meinen neuen Teamkollegen zusammenzuarbeiten, an einem Strang zu ziehen. Ich fühle mich schon wie zu Hause. Ich wurde hervorragend aufgenommen. Die Historie hat gezeigt, dass BMW und vor allem der M3 extrem erfolgreich waren in der damaligen DTM. Und ich hoffe natürlich, dass wir da anschließen können, in die Neuzeit gehen können mit unserem neuen M3 DTM und da weitermachen, wo BMW damals aufgehört hat. Ja, für mich als Rennfahrer ist es natürlich jedes Mal, wenn ich ins Auto einsteige, ja, ein Kribbeln, Leidenschaft. Ja. Also wenn ich hinterm Steuer sitze und ich starte den Motor, da läuft es mir immer noch kalt am Rücken runter. Und wenn ich dann aus der Box fahre, bekomme ich ein großes Smiley in mein Gesicht gezeichnet. Und es macht wahnsinnig viel Spaß, einfach so ein hochtechnisches Produkt, wie das DTM-Auto 1 ist, am Limit zu bewegen und eine Runde nach der anderen einfach so schnell als möglich und konstant zu fahren. Nachdem ich ja letztes Jahr die Meisterschaft gewonnen habe und ich dieses Jahr mit der Nummer 1 auf dem Auto starte, ist für mich als Rennfahrer natürlich in erster Linie das Ziel, die Nummer 1 so gut als möglich zu verteidigen. Von dem her, glaube ich, sind wir unsere Aufgabe sehr bewusst, dass sie eine harte ist, aber wir sind auf einem guten Weg und unser Ziel ist ganz klar, konstant konkurrenzfähig zu sein. Ich bin eigentlich fast der dienstälteste DTM-Fahrer, obwohl ich erst 30 Jahre alt bin. Aber die Erfahrung ist nach wie vor in der DTM mit eins der wichtigsten Sachen. Die ganzen Abläufe an einem Rennwochenende, Strategie, Boxenstopp, wie gehe ich das Rennen an, wie arbeite ich mit dem Auto, da gehört einfach Erfahrung dazu. Und ich bin froh, dass ich diese auch weitergeben kann an meine neuen Teamkollegen, die noch neu in der DTM sind, oder auch an BMW, die ja nach 20 Jahren Pause jetzt in die DTM zurückkommen.